Dieses Video zeigt dir, wie du dir die Hausaufgaben deiner Schüler ansehen kannst. Auch werden wir zeigen, wie du hierauf reagieren kannst. Geh zu einer Klasse. Öffne das Arbeitsbuch mit Hausaufgaben. Klicke Hausaufgaben anschauen, links oben in der Ecke an. So kannst du dir die Hausaufgaben deiner Schüler ansehen. Wie du sehen kannst, arbeiten im Moment Jan und Nine in ihrem Arbeitsbuch, die anderen nicht. Du kannst die Hausaufgaben sehen von allen Schülern, aktiv oder inaktiv, weil alles gespeichert wird in der Cloud. Klicke willkürlich an, um die Hausaufgaben irgendeines Schülers anzuschauen. Durch willkürlich anzuklicken wählt die App selbst einen Schüler aus. So wie du siehst, wird Lara hier ausgewählt. Klicke Hausarbeiten nachsehen an, um dir so Laras Hausaufgaben anzusehen. Lara hat diese Aufgabe gut gemacht. Hierauf möchte ich reagieren. Klicke rechts oben das Kugelschreiber- und Textsymbol an, um eine Reaktion zu schreiben. Lara hat diese erste Aufgabe prima gemacht, darum klicke ich die grüne Farbe an, um ein Häkchen hinzuzufügen. Die Schüler können deine Bemerkungen sehen, sie können sie aber nicht ändern. Klicke Fertig an, um die Option Bemerkungen zu beenden. Wir empfehlen Lehrern auch zu registrieren, wann die Schüler zum letzten Mal bewertet worden sind. Man kann das einfach machen, indem man das Datum zu einer Bemerkung hinzufügt. Klicke dafür das Textsymbol rechts oben an. So siehst du einfach und schnell, welche Hausaufgaben schon kontrolliert worden sind. Klicke Fertig an, um die Option Bemerkungen und Laras Arbeitsbuch zu schließen. Jetzt siehst du wieder dein eigenes Arbeitsbuch. Du kannst auch selbst wählen, von welchem Schüler du die Hausaufgaben sehen willst. Klicke Hausaufgaben nachsehen an und klicke einen Schüler an. Um direkt zu sehen, was die Schüler deiner Klasse im Moment machen, klicke rechts oben das Pfeilsymbol an. Das Arbeitsbuch des gewählten Schülers wird erneut heruntergeladen. So kannst du sehen, ob der Schüler weitergearbeitet hat. Arbeiten auf diese Art und Weise kann extra nützlich sein, wenn du im Klassenraum auch eine digitale Tafel zur Verfügung hast. So wird das Hausaufgabenkontrollieren interaktiver. Klicke Fertig an, um das Arbeitsbuch zu schließen.